heute muss man gar keinen Menschen mehr unterdrücken. Heute bringt man den in eine Situation, wo der sich über all das freut, wovon er abhängig wird. Dann ist man natürlich hoch anfällig für alle möglichen angstmachenden Botschaften. Hier kommt schon wieder eine Gefahr auf uns zu und wir müssen uns wappnen. Und dann sind die auch anfällig für die Illusion, dass sie alles kontrollieren können. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir die Kurve kriegen. Und es könnte sein, dass, weil wir das nicht aus eigener Kraft gestalten können, dass es uns jetzt ereilt. Was wir früher hatten, früher haben Menschen, die Macht hatten, ihre Macht dadurch gesichert, indem sie andere unterdrückt haben. Das sind Herrschaftsstrukturen gewesen. Das hatte den Nachteil, dass man in so einer Herrschaftsstruktur also wirklich sich kaum bewegen konnte, ohne Gefahr zu laufen, totgeschossen oder ins Gefängnis gesteckt zu werden. Aber eine Herrschaftsstruktur führt immer noch dazu, dass man seine eigene Subjekthaftigkeit erlebt. Weil man kann sich wehren, kann sich mit anderen zusammenschließen, man kann einen Geheimbund machen, man kann im Untergrund arbeiten, Partisan werden, keine Ahnung. Also Herrschaftsstrukturen sind zwar schöne Strukturen, mit denen man Macht erhalten kann, aber die führen dazu, dass die, die man beherrscht, sozusagen immer noch lebendige Menschen bleiben, die noch was wollen, die als Subjekte unterwegs sind, die auch ihre Würde bewahren, in einer gewissen Weise kann man sagen. Die zwar beherrscht werden, aber sich nicht beherrschen lassen. Sowas kommt dann raus. Heute wird die Herrschaft und Macht in erster Linie ausgeübt, indem man andere Menschen abhängig macht. Also Verführung heißt die große neue Welle. Wenn man das nochmal anders betrachtet, dass man sagt, was da wirklich passieren muss, ist etwas, der Mensch müsste eine Gelegenheit haben, mit diesen Anteilen, die er verbuddelt hat, wieder in Berührung zu kommen. Diese ganze Sinnlichkeit, diese Körperlichkeit, diese Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, alles, was du mal in dir gespürt hast, ist ja irgendwie futsch hier. Das ist ja alles, du funktionierst optimal, bist total erfolgreich, aber du bist eigentlich nicht mehr richtig lebendig. Man müsste nicht ausgebildet sein, sondern man müsste im realen Leben Bildung für das Leben erwerben. Man müsste wieder lernen, wie das richtige Leben geht. Und wir drücken ja unsere nachwachsende Generation durch Ausbildungseinrichtungen. Die haben ja alle mit dem Leben nichts zu tun. Denn eine Schule ist doch nicht der Ort, wo das Leben stattfindet. Dann marschieren sie los und dann dauert es manchmal, bis sie 50, 60 sind und ihnen alles irgendwie unter den Füßen weggekracht ist, aber sie sind doch immerhin sehr erfolgreich, bis sie dann wieder zu sich kommen. Dann so 45 Karriere gemacht und dann kommt plötzlich doch diese Sehnsucht, dass es doch schön wäre, wenn man ein Kind hätte. Und das hat man aber nicht geschafft in der ganzen Zeit. Und aus der Nummer so wieder rauszukommen und dann das wiederzufinden, was das eigene ist, wenn das schon so lange weg ist, das ist dann nicht so ganz einfach. Kann ich gut verstehen, dass es viele Menschen gibt, die das gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wirklich mal selber wollten. Und die sich dann so mit dem identifiziert haben, was sie dann wollen sollten, dass die das auch für ihr eigenes halten. Die Eltern gucken die ganze Zeit auf das Kind, ob es in diese Richtung geht. Es wird dann immer lieb gehabt und gemocht und verwöhnt, wenn es in die Richtung geht. Und wenn es sich in eine andere Richtung bewegt, wird auf eine subtile Art und Weise deutlich gemacht, dass das nicht erwünscht ist. Und damit zwingt man Kinder sozusagen wie ein Zirkusdompteur, zwingt man das Kind in so eine Dressurleistung. Und die heißt, dass das lebt dann ein Leben, was gar nicht Ereignis ist. Das ist das Leben derjenigen, die das Kind dann auf die Spur gesetzt haben. Und das ist natürlich furchtbar. Und aus der Nummer so wieder rauszukommen, man muss, damit man den Weg eines anderen Menschen gehen kann, also damit man sich in dieser Objektrolle im Leben überhaupt bewegen kann, muss man Teile von sich selbst abspalten. Das geht nicht anders. Deshalb sehen wir solche Entwicklungsprozesse eigentlich nur unter ganz besonderen Gegebenheiten. Die Gegebenheiten heißen, entweder muss etwas stattfinden, wo die bisherigen Muster im Hirn alle ziemlich durcheinander kommen, dass das sich alles so ein bisschen aufweicht und dann kann es sich neu ordnen. Und da kann es passieren, dass das Verwickelte plötzlich rauskommt. Sowas wie jetzt, diese Corona-Krise ist sowas. Okay. Kommt bei manchen plötzlich was hoch, was sonst normalerweise im normalen Funktionsmodus, wo alles so weitergegangen wäre wie bisher, das wäre nicht hochgekommen. Und trotzdem ist so eine Krise auch immer ein bisschen gefährlich, weil da kann man auch leicht in eine Situation kommen, wo die Angst zu groß wird und wo man dann noch mehr vom Alten versucht. Also nur ganz schnell wieder zurück in den alten Modus. Und dann ändert sich natürlich gar nichts mehr, da wird es noch komischer.